Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier auf unserer kleinen Tagung Time After Time, Zeitgeschichten des Computers. Es gibt ja Zeichen, die man nicht mitsprechen kann, sondern nur mitlesen kann. Insofern sind Sie geneigt, auf das Plakat zu schauen. Diese Tagung findet im Rahmen des Vintage Computing Festivals Berlin statt, ist mittlerweile schon zweiten Festivals dieser Art hier in unserem Haus und ist deswegen auch thematisch darin eingebettet. Es geht nämlich tatsächlich auch um die Geschichten im historischen Sinne und um den Historizismus, aber eben nicht nur um die, weil Zeit und Computer ja ein vielfältiges Verbindungsgeflecht aufweist. Diese Tagung ist organisiert worden von Professor Ernst und von mir und von Jan van Treek. Und wir wurden von unseren Hilfskräften tatkräftig dabei unterstützt und wir haben auch eine Assistentin heute, an die Sie sich mit Fragen wenden können. Das ist Frau Pauls hier vorne. Sie wird also auch in kurzen Pausen, die wir zwischen den Vorträgen haben, dann für ein paar Erfrischungen sorgen. Da hinten können Sie sich jetzt schon mit Kaffee in die richtige Morgenstimmung bringen, wenn Sie möchten. Dann gibt es eine Mittagspause um 13 Uhr, die wir hoffen erreichen zu können rechtzeitig. Da haben wir einen Tisch reserviert drüben bei den 12 Aposteln, wo wir dann gemeinsam essen gehen können. Und abends nach 19 Uhr, wenn diese Tagung vorbei ist, gibt es sicherlich auch noch die Möglichkeit, nochmal dahin zu gehen oder in ein anderes Restaurant hier auf der Straße. Da sind Sie dann aber frei. Wenn Sie zwischendrin etwas nicht kaffeemäßiges trinken möchten, dann verweise ich Sie auf die Bar, die hier im Seminarraum 12 ist. Da ist der, ja, wie soll man sagen, der Chill-Out-Room des Festivals. Dort gibt es Mineralwasser, Softdrinks, Cola, Mate, wie das hier so getrunken wird, und auch kleinere Snacks zu kaufen. Da können Sie sich dann also selbst versorgen. Ja, soweit zu der organisatorischen Sache. Ich möchte eine Sache noch vorab anklingen lassen. Sie werden, wenn Sie jetzt nicht ganz aufmerksam zuhören, bei einigen unserer Vorträge entschädigt werden können. Und zwar gibt es ein Buch, das gerade im Erscheinen ist. Da war vorgestern der Redaktionsschluss. Dieses Buch heißt Time to Play, Zeit und Computerspiele. Und Sie werden deswegen feststellen, dass wir heute einige Beiträge zum Thema Computerspiele, aber keine Sorge, also auch Spiele in einem weiterverstandenen Kontext thematisieren. Und in diesem Buch werden sich Beiträge wiederfinden, die hier heute vorgestellt werden. Das heißt, das ist gleichzeitig sozusagen ein wenig ein Sneak-Preview zu dem Buch. Oder für diejenigen, die ein Tagungsband möchten, die können das dann da nochmal nachlesen. Der erscheint höchstwahrscheinlich im Januar nächsten Jahres. Hoffen wir zumindest, dass bis dahin alles fertig ist. Und damit möchte ich jetzt direkt an die Keynote an Professor Ernst übergeben, der ein paar Worte vorbereitet hat zum Start der Tagung. Und dann gehen wir ins Programm über. Professor Ernst. Ja, guten Morgen an all die, die am Deutschen Nationalfeiertag hier früh den Weg hierhin gefunden haben. Und nicht vergessen, dass zum deutschen Wesen auch so eine gewisse Nähe zwischen Technik, Freundschaft und Lust, das auch akademisch zu reflektieren, gehört. Und ich begrüße Sie dann hier am Fachgebiet Medienwissenschaft. Die Idee einer akademischen Tagung im Rahmen dieses Vintage Computing Festivals ist ja die, das implizite Wissen, das all die Fachleute und Maschinen hier haben, akademisch explizit zu machen. Damit begründet sich auch, weshalb die Universität Gastgeber solch bunten Treibens hier ist. Mein Name ist Wolfgang Ernst, ich begleite den Lehrstuhl für Medientheorien und komme damit auch gleich zum Thema. Denn Medientheorie hat die Aufgabe, bisherige Kulturtechniken von wirklich technologischen Praktiken unterscheidbar zu halten. Dazu gehören die buchstäblichen Termini technici, also Fachbegriffe, wie das Timesharing. Wir fokussieren damit den medienanalytischen Blick auf die zeitlichen Rahmenbedingungen von Mensch-Maschine-Kommunikation. Viel präziser, als es der allgemeine Begriff sogenannter zeitbasierter Medien benennt, geht es hier um die zeitkritische Funktionstüchtigkeit einer Maschine als Bedingung gelingender Synchronisation. Der Digitalcomputer im medientechnischen Vollzug ist nicht schlicht eine symbolverarbeitende Maschine, sondern mit seinen Signalverarbeitungsalgorithmen in seinem radikal getakteten Wesen eine komplexe Zeitmaschine. Das Betriebssystem verwaltet im Kernel vor allem Prozesse des Timesharing von Rechenzeit für quasi
Parallelverarbeitung diverser Aufgaben. Die sogenannte Temporallogik, ich mag diesen Begriff sehr, ist eine Methode, die Zeitweisen des in diskreten Zuständen operierenden Computers zu analysieren und zu modellieren. Verzweigte Folgezustände, Zustandsübergänge, Schleifen, Zugriffsprozesse. Logikanalysatoren lassen die einzelnen Rechenschritte des Computers in parallelen Zeitkanälen oszilloskopisch sogar sichtbar werden. Das ist sozusagen medienarchäologisches Kino. Im Realzeitbetrieb des Rechners sind mit der Verarbeitung eines Auftrags strenge Zeitbedingungen verbunden. Das heißt, die Berechnung der Ergebnisse muss möglichst sofort, spätestens innerhalb einer vorgegebenen Zeitschranke, die im Millisekundenbereich liegen kann, abgeschlossen sein. Im Timesharing-Betrieb, also durch Zeitteilung, und das Wort Zeit selbst heißt eigentlich in der deutschen Sprache etymologisch etwas abteilen. Also wir sind hier im Wesen des Zeitbegriffs selbst. Im Timesharing-Betrieb wird die Epoche, das Intervall, in dem die Zentraleinheit durch Warten auf Eingaben unbeschäftigt ist, durch Bearbeitung der Aufträge anderer Nutzer optimiert. Das ist Turbokapitalismus im Mikrozeitbereich. Im Unterschied zur herkömmlichen Stapelverarbeitung, dem Local Batch, bei dem dem Zentralrechner die Nutzeraufgaben jeweils komplett eingegeben werden, rechnet der Computer im Timesharing-Betrieb während der Denkpausen jedes einzelnen Benutzers. Kleinste zeitliche Lücken kommen hier aktiv ins Spiel, gleich dem Sehschlitz und dem intermittierenden Scheiben in frühen kinematografischen Mechanismen. Zeitkritische Absenzen sind das schockierende Betriebsgeheimnis aller medientechnischen Wirkungsmacht des Computers. Das Betriebssystem überwacht die Ausführung der einzelnen Benutzerprogramme und teilt Zeitscheiben zu. Ein umgekehrtes Verfahren dient übrigens der Suche nach extraterrestrischer Intelligenz mittels der Berkeley Open Infrastructure for Network Computing Software für verteiltes Rechnen, die auf den individuellen Computern geladen wird, lässt sich in einem operativen Timesharing überschüssige Rechenleistung während und abseits des Eigenbetriebs für aktuelle Datenauswertung aus Radioteleskopie nutzen. An die Stelle der vormals durch analogen Rundfunk und vornehmlich deren Nachrichtenwesen hergestellten Gleichzeitigkeit zwischen Sendung und Empfang tritt in der digitalen Kommunikation das Zeitfenster namens Echtzeit und das Timesharing vernetzter Online-Nutzer als asynchrone Kommunikationsgemeinschaft bis hinunter zum sequentiellen Zeitmanagement im Computer selbst. Die Zeitform der digitalen Kultur ist damit eine implizit musikalische Orchestration, weshalb es dem hiesigen Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft eine Ehre ist, die heutige Kurztagung zu beherbergen. Allerdings erklingen hier weniger Streichertöne im Sinne harmonischer Schwingungen, denn Techno-Beats im Sinne von Impulsen. Dieser Rhythmus prägt die digitalisierte Gesellschaft. Die Kommunikationsbasis eines frühen computerbasierten Netzwerks, das Community Memory Projekt von 1970 in San Francisco, waren Telefonleitungen und Modems, in denen die Daten mit einem zentralen Mainframe-Computer noch hörbar korrespondierten. Ein Timesharing-Gesamtsystem wird von einem, wie es früher so schön hieß, Kommunikationsrechner gesteuert, der den Informationsaustausch mit jedem Teilnehmer vom Zeitpunkt des Anrufs an ohne Unterbrechung, das heißt echtzeitlich, abwickelt oder ohne spürbare Unterbrechung. Digitale Kommunikation im nachrichtentechnischen Sinn bedeutet Timesharing. Dies erinnert an eine Urszene, das Momentum der Telegrafie. Eine der ersten Anfragen, die 1844 im Morse-System in den Vereinigten Staaten zwischen Baltimore und Washington ausgetauscht wurden, lautete: What time is it? Und die telegrafische Antwort: 1 o'clock. Zeit war die Botschaft des Mediums, das eine Uhrzeit nahezu ohne Verzug zu kommunizieren wusste. Was hier noch verbale Kommunikation von Zeit war, wurde später das technische Zeitsignal selbst. Die Botschaft des Mediums Telegraphie in der frühen
das heißt medienarchäologischen Phase, war eine Temporealität, die unverzügliche Kopplung von Sender und Empfänger im Zeitbereich, der temporale Affekt. Dieser ist im Sinne Marshall McLuhans taktil, gleich dem Ping-Signal unter Wasser und im Internet. Hier gibt es also eine Leibnizsche Welt der kleinsten Wahrnehmungen, der Petit Perception, wie es um 1700 hieß. Nicht mehr für Menschensinne, sondern als Maschinen verstehen selbst, das mathematisch im Unbewussten rechnet. Die medienarchäologische Bedingung für gelingendes Timesharing ist neben der geradezu diktatorischen Programmausführung ein mächtiger Zwischenspeicher. Zunächst waren es Kern- und Magnetplattenspeicher. Damit dissimuliert diese Form von dialogischer Gegenwart ihre beständige Mitarchivierung. Archive, Bibliotheken und Datenbanken waren lange nur offline nutzbar. File- und Timesharing war mit traditionellen kulturellen Speichern bislang nicht möglich. Seit Douglas Engelbart gibt es die Möglichkeit, eine zugrunde liegende Datenbasis mit mehreren Anwendungsprogrammen gleichzeitig zu nutzen. Timesharing bedeutet die scheinbar gleichzeitige Nutzung der Rechenzeit eines Prozessors durch mehrere Benutzer an Terminals. So existiert keine unmittelbare Kommunikation zwischen den einzelnen Nutzern. Vielmehr werden Daten und Programme, die er anderen Teilnehmern zur Verfügung stellen will, in bestimmter Form gekennzeichnet und auf dem Magnetplattenspeicher, damals der Timesharing-Anlage, ausdrücklich durch einen besonderen Befehl abgespeichert. Teilnehmer arbeiten so mit Rechnern, als ob dieser ihnen alleine zur Verfügung stände. Das ist Gegenwartsbetrug. Angeschlossen an algorithmengetriebene Kommunikationsmedien leben wir recht eigentlich nie mehr in der Gegenwart. Warum nun der Blick zurück auf das, was vor 50 Jahren mit dem Dartmouth Timesharing System als öffentliche Version in die Welt kam, nachdem es ursprünglich für individuelle Mensch-Computer-Interaktion entwickelt wurde, 1961 als IBM Compatible Timesharing System und 1964 für BASIC in Dartmouth. Retro, das gilt auch für das hier stattfindende Festival, ist im medienarchäologischen Sinne nicht schlicht Nostalgie nach einer noch haptisch erfahrbaren Rechnerwelt. Der Rückblick auf Urszenen von Timesharing macht vielmehr jene delikaten Rhythmen, die in heutigen Netzwelten hochfrequent ablaufen, wieder analytisch durchschaubar, nachvollziehbar. Mag sich die Rechengeschwindigkeit und Komplexität auch gesteigert haben, was fortwährend gilt und damit eben noch nicht historisiert, ist die prozessuale Struktur dieser Zeitverwaltung. So sind wir gleichzeitig in einem historischen und unhistorischen Verhältnis zu jenen 50 Jahren, derer wir heute retro-reflektierend gedenken. In diesem Sinne begrüße ich die Referenten und Gäste unserer Tagung wohlan. Let us share time together. Und unser erster Referent ist dann... Ich werde anmoderiert. Sie werden anmoderiert, sehr gut. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich denke, unseren ersten Vortragenden brauche ich nicht wirklich vorzustellen. Mit meinem Kollegen Stefan Höltgen haben wir hier nämlich nicht nur den Organisator, sondern auch so etwas wie den Spiritus Rector dieser ganzen Veranstaltung, der uns hier gleich sozusagen programmatisch einführen wird. Und so viel sei verraten, es wird in seinem Vortrag unter anderem um diese Maschine hier gehen. Und das, was Stefan Höltgen, so nehme ich an, oder zumindest so entnehme ich dem Ankündigungstext, tun wird, ist genau das, was Professor Wolfgang Ernst gerade sozusagen beschworen hat. Ich habe vor einigen Tagen in einem medientheoretischen Forum eine Metapher gelesen, die verwendet wurde. Und die Metapher hieß, we're driving around with the hood welded shut. Das heißt also, die Idee ist, dass man in einem Auto fährt, und dass bei diesem Auto aber leider irgendwie die Motorhaube zugeschweißt ist. Und das ist genau die Situation, in der wir uns derzeit mit unserer Technik befinden.
Das heißt also, bei diesen Geräten hier, bei iPhones, ist die Motorhaube komplett zugeschweißt. Ich kann an diesem Gerät nichts mehr machen. Ich kann noch nicht mal mehr die Batterie austauschen. Zusätzlich sind diese Geräte inzwischen so hochkomplex, dass sie keinerlei pädagogische Zugriffsmöglichkeit mehr erlauben. Und das ist einer der Gründe, wie eben Wolfgang Ernst schon betont hat, weshalb wir hier Retro-Computing nicht als Nostalgie betreiben, sondern als pädagogisches und epistemisches Unternehmen. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, wenn Stefan Höltgen uns jetzt den Space Invaders Automaten quasi Schicht für Schicht, Zeitschicht für Zeitschicht offenlegen wird. Danke. Wenn ich das mal anschalten. Leider habt ihr jetzt noch weniger als gestern. Gut. Da können Sie im Nachgang auch mal dran vorbeigehen und sich das anschauen. Eigentlich ist es nämlich so, dass es mir hier auch um den Sound geht, den man vielleicht hört oder auch nicht. Aber da werde ich noch was drüber erzählen. Da ist es. Das war eine Präsentation. Ja, Time Invaders heißt mein Vortrag. Der ist aber ein bisschen was, aber jetzt wird leider der Sound, um den es mir geht, verdeckt durch einen anderen Sound, der kategorial ganz anderer Natur ist. Wir haben es jetzt schon zwei, dreimal gehört. Computer sind Medien, die mit Zeit operieren, die, man könnte schon fast sagen, aus Zeit bestehen. Denn erst in dem Moment, wo sie eingeschaltet sind, sind sie ja Computer. Vorher sind es Designobjekte mit elektronischem Innenleben. Und durch das Einschalten werden sie in einen Prozess gesetzt und dadurch müssen sie diese Prozesse verwalten. Und das geschieht auf der Basis der Zeit. Nicht wenige von Ihnen haben vielleicht heute schon auf ihr Handy geguckt oder eine E-Mail gelesen oder den Computer für andere Dinge benutzt. Das heißt, der Computer verwaltet nicht nur seine eigene, sondern auch ihre Zeit. Er ist in ihre Zeit eingegangen, er beansprucht etwas von ihrer Zeit und sie beanspruchen etwas von seiner Zeit. Der Computer ist sozusagen, könnte man behaupten, das Zeitmedium schlechthin. Das heißt, er muss in gewisser Weise, wenn er mit dieser Zeit operiert, auch mit dieser Zeit arbeiten, diese Zeit verwalten können. Und das macht er, weil er ganz verschiedene Zeiten in sich verbaut hat. So, ne? Also die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich noch vom letzten PC-Kauf die Frage, wie viel Megahertz hat der denn, der Computer? Und diese Frage, so ungerecht, wie sie technisch, ungerechtfertigt, wie sie technisch auch sein mag, sagt schon etwas über den Computer, dass es nämlich wenigstens ein Bauteil gibt, das in gewisser Weise eine besondere Aussage über das Zeitverhältnis im Computer zulässt, nämlich die Taktung des Quarzes, die maximale Taktrate der CPU, die ja wiederum von einem Quarz angetrieben wird, der viel höher getaktet ist. Und da will ich auch gleich schon darauf hinweisen, dass es eben nicht nur diese eine getaktete Zeit ist und auch nicht nur dieses eine digitale Zeitverhalten, das in einem elektrischen System wie dem Computer am Werk ist, sondern es sind unzählig viele. Es sind unzählig viele Zeiten, die auf technischer Ebene im Computer walten, während wir mit ihm arbeiten, sodass es auch in einem Vortrag gar nicht möglich wäre, alle Zeiten vorzustellen. So viel Zeit hat gar keiner, so einem Vortrag zuzuhören. Deswegen beschränke ich mich hier auf ein paar wenige Beispiele, und zwar auf im Sinne eines Archäologiebegriffs, den ich versuche zu etablieren, auch eines konkreten Beispiels. Es geht mir um das Spiel Space Invaders. Das hier ist eine künstlerische Illustration, nicht aus der Steinzeit, aber die ich im Internet gefunden habe und sie ganz passend fand, um das Spiel Space Invaders aus dem Jahr 1978. Und ich möchte sozusagen mit Ihnen zurückgehen und dieses Spiel genau angucken, von einer ganz oberen Perspektive, der Kultur von Space Invaders, der Historiografie des Spiels, bis in die oberflächliche Ästhetik, die natürlich auch etwas mit der Zeit zu tun hat, die Schnittstellen des Spiels, die ja wichtig sind, damit Sie überhaupt damit spielen können, und dann den Deckel aufmachen, und das geht bei diesem Gerät tatsächlich im Wortsinne. Man kann den Deckel aufmachen und da guckt wieder nach der Wand. Ich muss das vielleicht mal aufmachen. Mit den einfachsten, da walten nicht nur Zeiten, sondern auch Spannungen drin. Die wiederum mit 50 Hertz getaktet, aber nicht getaktet, sondern schwingen. Ich werde Ihnen dann ein wenig was über die Elektronik und über das Programm, das das Space Invaders darstellt, erzählen. Immer in Bezug auf die Frage, welche Zeiten sind das wieder? Weil Space Invaders ist von 1978 und
ist deswegen zum Gegenstand meines Vortrags geworden, weil es, jetzt kann ich mal hier eins weiterschalten, jetzt waren schon zwei weiter, ich zeige Ihnen vielleicht erstmal, wie der damalige Automat aus. So, ne, also hier sehen Sie das Spiel nochmal als, ich lasse es mal kurz laufen, als ein kleines Video. Das ist jetzt von einem Emulator natürlich, also das ist nicht von der Originalkonsole aufgenommen, das muss man dazu sagen, weil sich das alles etwas anders verhält in der Emulation. Nur damit Sie in etwa wissen, wovon ich nachher spreche. Ne? Also Sie fahren hier unten mit diesem Laser hin und her und müssen diese Menge an Aliens abschießen, die da kommt. Ich lasse es jetzt mal ein bisschen laufen, damit Sie auch sehen, worum es mir gehen wird. Das können Sie sich nachher nochmal auf dem Original angucken. Also Sie schießen diese vorrückenden, seitlich erst fahrenden, nach unten vorrückenden Raumschiffe ab, die gegnerischen Raumschiffe. Sie können sich unter ihren Bunkern verstecken, die werden aber von oben angeschossen, die Bunker, und sind dann irgendwann nicht mehr sehr zuverlässig. Und wie Sie vielleicht jetzt schon bemerken, ändert sich die Geschwindigkeit der Gegner, die da von oben kommen. Ja, manchmal ist da oben dann dieses Raumschiff, die Geschwindigkeit der Gegner, die da von oben kommen. Und je weniger das werden, desto schneller werden sie. Und wenn jetzt das Schussgeräusch nicht zu hören wäre, würde man auch hören, dass dieser Hintergrundsound ist. Das ist immer schneller, wird immer schneller, immer schneller. Und zwar, je weniger Aliens auf dem Bildschirm sind. Gut. Space Invaders ist als Spielautomat 1978 produziert worden und in die Spielhallen gekommen. Es ist insofern ein bemerkenswerter Automat, weil es der erste Automat ist, der zumindest mir bekannt ist und nachdem ich recherchiert habe, der einen Mikroprozessor enthält. Also der nicht mehr auf TTL-Basis mit dedizierten Schaltkreisen aufgebaut ist und Spiele bietet, sondern eine Software. Das heißt, in Space Invaders gibt es eine Software, die das Spiel darstellt. Und das ermöglicht zumindest ganz andere Dinge mit so einem Automaten zu machen. Mal ganz davon abgesehen, dass diese Platine dann auch dafür genutzt werden kann, andere Spiele drauf laufen zu lassen, je nachdem, welche andere Software man da lädt, wenn dann die übrigen Schnittstellen und so weiter und so fort stimmen. Aber trotzdem steht Space Invaders noch mit einem Fuß in der alten Geschichte der TTL-Spielautomaten, denn einige der Schaltkreise darin sind analog geblieben, sind also nicht reine Computerschaltkreise, und zwar einige Schaltkreise, die den Sound erzeugen. Und insbesondere um die Diskrepanz der Sounderzeugung, digitaler Sound versus analoger Sound in diesem Gerät, da werde ich noch darauf zu sprechen kommen. Dann hat Space Invaders ein paar sehr exotische Interfaces, über die ich sprechen möchte, die normalen, die Sie kennen, hier Bildschirm, Steuerknopf und so weiter und so fort, die sehen Sie. Aber, ich meine, ich hätte auch ein Bild gemacht, das kommt dann gleich, dass dort auch ein Schalter eingebaut ist, den man normalerweise nicht in elektronischen Spielautomaten vermutet. Komme ich gleich darauf zu sprechen. Ganz kurz geschichtlich, ich hatte schon gesagt, von 1978 von der Firma Taito. Toshihiro Nishikado hat das Spiel entwickelt. Er wollte erst ein Vorhaltespiel schreiben, also ein Spiel, wo es darum ging, Flugzeuge abzuschießen, war dann angeblich nicht zufrieden mit der grafischen Darstellung, denn dieser Spielautomat besitzt keine Sprites wie viele andere Spielsysteme, sondern die Grafik wird direkt vom Mikroprozessor generiert und auf den Bildschirm gebracht, und dadurch ist das Ganze etwas langsam und für ein Vorhaltespiel vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung, die man sich hardwareseitig wünscht. Deswegen hat er dann inspiriert durch die gerade anlaufende Science-Fiction-Welle mit Star Trek und mit Alien, die zu der Zeit in den Kinos anliefen, sich gedacht, mache ich doch was mit Außerirdischen. Ne? Auf die kann man ja auch schießen. Und hat dann dieses Spiel umgesetzt. So, und dabei soll es zu einem Irrtum gekommen sein, um den es mir geht. Und dieser Irrtum wird kolportiert in der Geschichte des Computerspiels als eine der jener Mythen, die irgendwie jeder kennt, der sich mit Computerspielen auskennt. Und zwar sagt dieser Mythos, es sei ein Versehen gewesen, dass die Raumschiffe schneller werden, wenn man mehr und mehr von ihnen abschießt. Wir haben es gerade schon zugehört, also der Prozessor muss das alles selbst machen, die Raumschiffe im Bildschirm malen. Je weniger Raumschiffe der malen muss, desto mehr hat er für andere Sachen Zeit und desto schneller arbeitet er die anderen Dinge ab und desto schneller scrollen die verbliebenen Raumschiffe. Das ist die Logik, die dahinter steht, und der Programmierer hat gesagt, hätte er eigentlich nicht vorgehabt, das so zu machen, war nicht absichtlich, aber er hat das dann drin gelassen. Und damit sei sozusagen die Schwierigkeits- und Lernkurve, nein, die Schwierigkeitskurve in das Computerspiel eingezogen. Also noch eine Urszene der Computerspielerei, die Schwierigkeitszone. So, und mein Vortrag und mein Verständnis von Archäologie ist es auch, eine medientechnische Fragestellung erst einmal freizuschaufeln von solchen Mythen.
Wir haben gerade bei Space Invaders, wenn man versucht, das zu recherchieren, einen Haufen ökonomische, medienökonomische, also das fängt damit an, dass in Japan die bestimmte Yen-Münzen ausgegangen sein sollen. So erfolgreich war dieses Gerät, dass also da neue Münzen nachgepresst werden mussten. Bis hin zu dem, was ich eben gerade schon gesagt habe, dass das dann schneller wurde und dass damit die Schwierigkeitskurve in das Spiel kommt. Nein, ich will da mal genau nachgucken. Also ich nehme sozusagen mit archäologischem Pinsel, entferne ich diese Diskurse von der Maschine, von dem Medium und schaue mir mal an, was denn da unten drunter tatsächlich zu finden ist und ob es vielleicht Widersprüche zu diesen Aussagen gibt. Da bin ich bei weiß Gott nicht der Erste und das, was ich hier gemacht habe, das, ich stehe da quasi auf den Schultern von Riesen. Ach, da ist John Draper, der sucht mich. Vielleicht magst du ihn mal kurz in Empfang nehmen. Entschuldigung. Innerhalb der Retro-Szene ist Space Invaders schon seit einigen Jahren Thema. Es hat bereits Anfang der 2000er ein komplettes Disassembly des Spiels gegeben, um einen Emulator zu bauen. Ein Software-Emulator hat das also jemand disassembliert und verstanden, wie der Code funktioniert und ihn dann nachgebaut. Das kann man sich im Internet auf einer Webseite anschauen, den ganzen Prozess, und kann sich den Emulator auch runterladen. Bemerkenswert ist dieses Projekt, nicht nur, weil es den Namen Computer Archaeology trägt, sondern auch, weil ich mich darauf berufe und weil es ein paar interessante Ideen einbringt. Das sind ein paar amerikanische Hacker, die sich alte Computerspiele vornehmen, sie disassemblieren und kommentieren, um zu verstehen, wie sie funktionieren und so ein bisschen auch debuggen und etwas dazu bauen. Ne? Manchmal sind Spiele kaputt und dann werden die von denen debuggt. Also in der Softwareentwicklungsphase damals hat man da nicht so drauf geachtet, ob das Spiel jetzt bis zum letzten Grad spielbar ist. Wenn ein kleiner Fehler auftaucht, dann blieb der halt drin. Hier wird er dann debuggt und hier gibt es dann Space Invaders sei angeblich noch ein Mythos, eines der ersten Spiele, wo man seinen Namen eintragen kann in eine, am Ende, wenn man gespielt hat, in eine Besten, kann man als Bester seinen Namen eintragen, der leuchtet da oben auf dem Bildschirm so lange, bis jemand kommt, der noch mehr Punkte hat, sei es das erste Spiel. Die haben gleich gesagt, gut, machen wir doch mal hier Nägel mit Köpfen und machen gleich eine Highscore-Liste, die wir damit reinprogrammieren, sodass die besten 10 auf dem Bildschirm stehen, so am Ende des Spiels. Ne? Also das ist Retro-Computing. Retro-Computing heißt eben nicht Bewahrung oder Aufheben im Sinne von vitrinisieren, sondern das bedeutet hier in diesem Zusammenhang Redaktionsarbeit. Ne? Und das ist auch eine der etymologischen Wurzeln von Archäologie, dass es nämlich eine Redaktion ist. Und hier ist sozusagen eine ganz entscheidende Redaktion, nämlich das Verständnis und auf dem Verständnis aufbauend die Aktualisierung von Diskursen und von Technologien. So. Space Invaders sieht man damit und auch mit diesen Projekten schon, ist gleichzeitig ein Objekt der Geschichte, der Historiografie, als auch der Gegenwart. Das heißt, es steht seltsamerweise irgendwie neben der Geschichte. Das sehen Sie an dem Apparat, der läuft jetzt, der spielt jetzt Space Invaders und nicht 1978. Also Sie können sich da jetzt vorsetzen und sich Space Invaders zu Gemüte führen und sind damit mit Space Invaders im Hier und Jetzt angekommen. Gleichzeitig ruft es natürlich in seinen Ästhetiken, in seinem Design, wenn Sie sich das Gerät angucken, auch diese alten Vergangenheiten mit auf. Die sind also hier mit uns im Raum, während wir damit verhandeln. Und ruft zudem noch die ganzen Mythen und die ganzen Anekdoten, die ich schon angeschnitten habe, mit auf. Jetzt habe ich zunächst einen Blick auf die operativen Seiten der Zeitverwaltung in Space Invaders zu werfen. Das erste ist die Frage, wie überhaupt die Zeit in diesem Spiel verwaltet wird im Spielprozess. Nur da haben wir bei Space Invaders, wie bei jedem anderen Computerspielautomat, zunächst einmal die Schnittstellen, die es dem Spieler erlauben, seine eigene Zeit in dieses Spiel einzubringen. Also er sitzt davor und kann sich aussuchen, an welchem Zeitpunkt er den Knopf drückt oder nicht drückt, an welchem Zeitpunkt er was unternimmt und das Spiel reagiert darauf. Wir haben hier ganz klassische Schnittstellen, die Sie kennen, also hier so ein Joystick für die Links-Rechts-Bewegung der Spielfigur und wir haben einen Feuerknopf, mit dem Sie den Laser abschießen können und hier haben Sie noch eine Wahltaste, mit dem Sie ein oder zwei Spieler bei dem Cocktail kann man sich gegenüber hinsetzen und kann gegeneinander spielen, dann dreht sich der Bildinhalt jeweils, wer gerade dran ist, sieht dann sein Spielfeld auf der richtigen Seite. Das Ganze gibt es auch nochmal als reine Tastenversion, denn Joystick ist eigentlich nicht nötig, weil man nach oben und unten nicht steuern kann. Also das sind die Schnittstellen, die alle kennen. Hinzu kommen natürlich noch Schnittstellen wie die häufig gern vergessene, aber sehr, sehr wichtige Geldeinwurftaste. Also der Geldeinwurfschlitz, der hier ist. Und der Geldeinwurfschlitz, das können Sie sich nachher angucken, ist direkt
mit einer Leitung mit dem Mikroprozessor verbunden und löst dort einen Interrupt aus. Das heißt, in jeder Phase des Spiels können Sie Geld einwerfen und das Spiel merkt sofort, da hat jemand Geld eingeworfen. Das ist ja auch was, was eingegeben wird. Aber, und da habe ich eben schon drüber gesprochen, es gibt eben auch noch zusätzlich etwas. Und zwar sieht man das hier so ein bisschen, na, hier ist ein bisschen versteckt. Das ist ein sogenannter Tilt-Mechanismus. Das kennen die passionierten Flipperspieler unter Ihnen bestimmt. Tilt heißt, wenn man flippert und allzu stark gegen den Flipper gegenstößt, um die Kugel, die Bewegung der Kugel mechanisch zu beeinflussen, dann schaltet das Gerät komplett ab. Warum braucht man bei einem elektronischen Spiel einen Tilt-Mechanismus? Mal gucken. Also, wenn wir den Tilt-Mechanismus hier auslösen bei dem Spiel, dann schaltet das Spiel auch ab. Dann geht es sofort in den Game Over über. Der Tilt wird übrigens ausgelöst, unter anderem, wenn ich diese Klappe öffne. Also die Geldklappe öffne, was vielleicht ganz sinnvoll ist, dass das Spiel nicht weitergeht, wenn ich die Kasse entleere. Aber es ist eben tatsächlich auch ein bewegungssensitiver Mechanismus, der dahinter steht. Space Invaders hat zudem, wie Sie ja schon gehört haben, auch Outputs und gesehen haben. Also es gibt also einen grafischen Output, über den wir gleich sprechen, und einen Audio-Output. Der Audio-Output wird, wie ich schon gesagt habe, unter anderem analog generiert. Es gibt zwar auch ein Texas Instruments Soundchip in dem Gerät, der ist zum Beispiel für dieses Sirenengeräusch des UFOs verantwortlich, das Sie gehört haben, aber dieser Hintergrund March of the Space Invaders, das heißt, der wird durch diese analogen Soundschaltkreise hergestellt. Dann hören Sie, wenn Sie auf die Feuertaste drücken, das Schussgeräusch, vielleicht können Sie sich noch daran erinnern. Da kann man noch dazu sagen, dass der Spieler nur berechtigt ist, einen Schuss auf dem Bildschirm zu haben. Das heißt, Sie müssen geschossen haben und entweder was getroffen haben oder das Projektil muss oben rausfliegen, bevor Sie den nächsten Schuss abgeben können. Das hat eine bestimmte Relevanz, zum Beispiel auch braucht man die Feuertaste dann nicht mehr zu entprellen. Entprellen heißt, das Zittern des Körpers des Spielers, das immer da ist, selbst wenn er nicht aufgeregt ist, wird auf die Schusstaste übertragen und dabei werden vielleicht mehrere kleine elektrische Impulse abgegeben, sodass vielleicht mehrere Schüsse auf einmal abgegeben werden. Das wird manchmal durch Programmierung, manchmal durch eine Elektronik gedämpft, diese Prellung. Und hier wird es eben dadurch gedämpft, dass sowieso nur ein Schuss auf dem Bildschirm sein kann. Das wird also geprüft, ist ein Schuss da, dann kann es keinen neuen Schuss nehmen. Wenn keiner da ist, kann es geschossen werden. Also spart man sich die Dämpfungsprogrammierung bzw. den Schaltkreis für die Dämpfung. So, Space Invaders ist ein grundsätzlich unendliches Spiel. Also auch da, wenn Sie versuchen, auch wie das für jedes Computerspiel in Spielhallen damals irgendwie so How to Win Pac-Man oder How to Be Pac-Man King, gab es natürlich auch für Space Invaders die Möglichkeit, sich schlau zu lesen, wie man dann möglichst effektiv gegen die heranrückenden Aliens kämpft, sodass man das Spiel vielleicht gewinnen kann. Nein, sie können es nicht gewinnen. Sie sind vielleicht ein bisschen klein dargestellt. Der sogenannte Game Loop oder der Main Loop ist eine Endlosschleife. Das heißt, hier fängt das Spiel an und dann werden diese ganzen Routinen abgearbeitet und hier unten steht, geh wieder nach oben. Also das ist der Main Loop und der hört niemals auf. Das heißt, sie können nur verlieren. Sie können nur verlieren, indem sie ihre Laserkanonen verlieren oder indem sie einfach irgendwann keine Lust mehr haben. Die einzelnen Routinen, die aufgerufen werden, werde gleich auf zwei davon zu sprechen kommen. Sie werden sicherlich, ich hab euch noch nicht gesagt, was für Mikroprozessor in dem Gerät drin ist. Da ist ein Intel 8080 Mikroprozessor drin. Und wenn Sie sich jetzt, wenn die Kenner von Ihnen sich das hier mal angucken, dann stellen die schnell fest, ist das Intel Speech? Na, könnte noch sein. Na okay, das hat auch alles noch der Intel 8080, aber wenn wir später einen anderen Code-Ausschnitt angucken, werden Sie feststellen, das ist Z80. So, warum ist das Z80? Erstmal ist der Z80 100% abwärtskompatibel zum Intel 8080, das war ja sozusagen der marktwirtschaftliche Gag von Zilog, den berühmtesten Prozessor einfach zu kopieren und zu erweitern, um ihm dann finanziell das Wasser abzugraben. Und von der Webseite Computer Archaeology, wo ich das hier habe, ist es sozusagen ein Copyright-Trick. Denn Space Invaders ist immer noch ein Franchise, das teuer gekauft werden muss. Und wer Space Invaders kopiert oder nachmacht oder nachgemachte Kopien in Umlauf bringt, der begeht eine Urheberrechtsverletzung. Wenn man das Ding aber disassembliert und nicht die 8080 Opcodes nimmt, sondern die gleichbedeutenden Z80 Opcodes, die auch dieselben Opcodes haben,
dann ist man fein raus. Also haben die Leute das in Z80, haben die das disassembliert und einfach die Z80 Opcodes gewählt, um damit den Copyright zu umgehen. Und das ist Retrocomputing, denn Retrocomputing hat viel damit zu tun, Software, die durch das Urheberrecht zum Untergang verdammt ist, vor diesem Untergang zu bewahren, durch kreative Möglichkeiten der Rechtsbeugung. Ja, der 8080 kennt 256 Opcodes, wie fast alle 8-Bit-Prozessoren. Von denen sind ein paar illegal, 7 oder 8 Stück, wenn ich mich recht erinnere. Er ist hier mit 2 MHz getaktet. Das heißt, das kleinste Opcode ist 1 Byte groß. Dann gibt es das kürzeste, das läuft über 2 Takte. Und wenn man das jetzt ausrechnet, kommt man etwa auf 2 Mikrosekunden für den kürzesten Opcode. Dann haben wir sozusagen schon mal eine kleine Zeiteinheit, an die wir denken können, wenn so ein Code abgearbeitet wird. Natürlich sind sehr viele Opcodes wesentlich komplexer und größer, die dem Spiel sind. Und dadurch, dass es hier so sehr viele Verzweigungen gibt in Unterroutinen, die auch noch zudem davon abhängig sind, was Sie jetzt gerade an dem Gerät gemacht haben, ist es völlig unmöglich, Ihnen zu sagen, wann diese Hauptschleife einmal abgearbeitet sein wird, weil die Ereignisse, die in Unterroutinen springen, es nicht zulassen. Das könnte man aufaddieren, aber das wäre eine Sisyphusarbeit, die auch gar nicht nötig ist für ein Argument. Wichtig ist, es gibt 3 Ereignisse, die das Spiel beenden, mit denen Sie sozusagen aus diesem Sisyphus Main Loop rauskommen. Das ist einmal der Flag Player One Alive wird auf 0 gesetzt. Das passiert halt dann, wenn Sie alle Ihre Spielerleben verloren haben. Dann Check Handle Tilt Flag gesetzt. Das ist eben der Tilt. Und das dritte ist, der Watchdog bekommt kein Futter mehr. Was ist ein Watchdog? Diejenigen, die programmieren, also die Assembler, größere Assembler-Skripte programmieren, werden das kennen. Das ist eine kleine Routine, manchmal auch in Hardware gelöst, die regelmäßig aufgerufen werden muss, um dann einen Parameter zu setzen. Und man kann hin und wieder mal gucken, ist dieser Parameter gesetzt worden oder nicht. Und wenn er nicht gesetzt wurde, ist das zumindest ein guter Hinweis, dass der Computer eventuell abgestürzt ist. Das heißt, da wurde dieser Watchdog nicht erreicht, der Parameter wurde nicht gesetzt, das Programm ist wahrscheinlich abgestürzt und dann wird ein Reset ausgelöst. Und das sind genau die 3 Gründe, aus denen Space Invaders zu Ende geht, an denen Sie in eine Game-Over-Situation kommen. Dieser Main-Loop, der sieht jetzt sehr kurz aus, dahinter sind aber etwa, ich glaube, das sind so 8.000-9.000 Zeilen Code, die in diesen Subroutinen aufgerufen werden. Dennoch wird das Spiel mit einer derartigen Geschwindigkeit abgearbeitet, dass Sie das nicht wahrnehmen, wenn der Main-Loop einmal durchgelaufen ist. Das ist unterhalb Ihrer Wahrnehmungsschwelle und das ist auch gut so, denn während dieser Main-Loop abgearbeitet wird, müssen ja ganz verschiedene Sachen passieren, die Ihnen vorgaukeln, dass das alles gleichzeitig ist und Ihnen auch noch ein gewisses Action-Erlebnis beim Spielen verschafft. Also der Sound muss gleichzeitig mit der Grafik ausgegeben werden und gleichzeitig muss geguckt werden, ob Sie eine Feuertaste gedrückt haben. In Wirklichkeit passiert das alles nacheinander. Klar, ne? Das ist ein Computer und kein Zauberer. Und das ist zudem noch ein Computer mit einem Prozessorkern, also ein 8080 ist da drin, sodass immer nur eine Sache zu einer Zeit gemacht werden kann. Mit der Ausnahme der Sound-Analog-Schaltkreise, die können nämlich massiv parallel wie vieles Analoge ablaufen. Das heißt, es können mehrere Analog-Sounds gleichzeitig generiert werden. So. Weiterhin muss natürlich für den Grafikaufbau, der ja sehr wichtig bei diesem Spiel und bei allen anderen Spielen dieser Art ist, die Ablaufgeschwindigkeit auch sehr hoch gehalten werden, weil ja der Bildschirmaufbau möglichst flüssig sein soll. Auch die Bewegungen, so ruckelig sie durch die Geschwindigkeit des Prozesses auch sein mögen, soll aber trotzdem flüssig aufgebaut werden. Und das muss immerhin 50 bis 60 Mal pro Sekunde passieren, je nachdem, ob es PAL oder ein NTSC-Gerät ist. Ich glaube, das hier ist ein NTSC-Gerät. Also 60 Mal pro Sekunde muss auch noch der Bildschirm aufgebaut werden. Das alles während die Main Loop abläuft, sodass Sie da den Eindruck von, da gab es irgendwie mal Fluffiness, hieß das glaube ich, ne? Bei heise.de. Fluffiness, keine Ahnung. Also das ist alles richtig und schnell funktioniert. Ja, gucken wir uns den Monitor mal an. Wenn Sie sich hier nachher vorne hinstellen, werden Sie schnell feststellen, der ist ja gekippt, der steht hochkant, der Monitor. Normalerweise wäre das ja, würde der ja so aussehen, normaler 4:3 Monitor. Das ist tatsächlich ein ganz normaler 4:3 Monitor, den man um 90 Grad gekippt hat. Der Grund ist eben, dass es Spiele gibt, die hochkant funktionieren, weil die bildliche Dramaturgie eben hochkantig ist. Andere sind dann halt im Querformat. Und das stellt aber besondere Anforderungen an die Programmierung, dass nämlich der Bildaufbau jetzt nicht mehr, also die Logik des Bildaufbaus nicht mehr von oben nach unten stattfindet, sondern von links nach rechts, weil es ja gekippt ist. Und das auch eine gewisse Relevanz hat für die Prüfung, wie viele Aliens noch auf dem Bildschirm sind. Wir haben hier, wie Sie sehen, im Grundzustand 11 Aliens mit 5 Reihen, die abgeschossen werden müssen.
Und während sie abgeschossen werden, wird das Spiel schneller. Und darum geht es mir jetzt ja. Woran merkt er eigentlich, wie viele Aliens noch da sind, wie viel er aufbauen muss? Es gibt ein ganz besonderes Alien, das ist immer das, was unten links steht. Also wenn Sie sich den Bildschirm gekippt vorstellen, ist es wiederum das erste Alien, das oben rechts in der, oben links in der Ecke ist, also da, wo der Rasterstrahler als allererstes anfängt, Aliens zu malen. Und ja, es wird immer, je nachdem, das können Sie natürlich auch abschießen, dann haben Sie das Spiel nicht gewonnen, sondern dann wird einfach das nächste, das dem in der Nähe des Rasterstrahlrücklaufpunktes liegt, als Bezugsalien gewählt. Und von diesem Bezugsalien aus werden alle anderen Grafiken berechnet. Das heißt dann nämlich einfach von wegen, von diesem Punkt aus 16 Punkte weiter bitte das hier malen und 16 Punkte weiter bitte das und 16 Punkte weiter bitte das. So funktioniert die Arithmetik dieses Grafikaufbaus. Und wenn da kein Alien ist, das aufgebaut werden muss, dann können Sie, dann können die restlichen Aliens schneller aufgebaut werden. So, und das sieht man und das hört man auch. Das sind die Schaltkreise, da dürfen Sie es wahrscheinlich gar nicht mehr erkennen, wie nur die, das ist, wird, wenn Sie so einen Automaten kaufen, wird das mitgeliefert. Das ist in dem Manual drin, um Ihnen Reparaturaufgaben zu erleichtern für Servicepersonal oder für Sie selbst. Das hier ist jetzt die Platine, auf der vornehmlich die Soundschaltkreise, die analogen Soundschaltkreise sind. Das ist alles das hier. Jeder einzelne dieser Schaltkreise ist für einen Ton verantwortlich. Diese Töne werden aufgerufen durch einen Mikroprozessorbefehl. Es gibt, also so ein Mikroprozessor hat eine Anzahl von Leitungen, die Ports darstellen. Und diese Ports sind sozusagen für alles, was mit der Außenwelt zu tun hat. Die Außenwelt des Mikroprozessors ist damit gemeint. Und diese Soundschaltkreise gehören auch zur Außenwelt des Mikroprozessors. Und dann kommt irgendwann ein Portsignal vom Mikroprozessor, das sagt, bitte jetzt mal diesen Audioschaltkreis hier anwerfen. Den gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Diesen Audioschaltkreis hier anwerfen. Und dieser Audioschaltkreis ist für das Dup, 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 Dup zuständig. Sie sehen, wir haben hier vier verschiedene Eingänge, die werden auf Widerstände gelegt und je nachdem ändert sich die Spannung. Dann kommen wir hier in einen der wichtigsten Schaltkreise, haben Sie heute auch schon mehrfach benutzt. Das ist ein 556, also zwei 555 Schaltkreise in einem Gehäuse. Das ist ein Schaltkreis, der sozusagen Zeit erzeugt. Das ist also ein Timer-Chip, mit dem Sie ganz verschiedene Zeitaufgaben erledigen können. Hier heißt die Zeitaufgabe, bilde bitte ein Rechtecksignal, das, wenn man es verstärkt, ausgegeben wird, als Frequenz wahrnehmbar ist, als hörbare Frequenz wahrnehmbar ist. So sieht das, ich habe hier mal so eine 555-Schema-Schaltung runtergemacht, so sehe dann dieses Rechtecksignal aus, das da rauskommt. Und je nachdem, wie hoch die Spannung ist, die hier in den Eingang geht, sind die Rechtecke weiter auseinander oder enger zusammen, ist der Ton höher oder niedriger. Das ist also das Mirakel der analogen Tonerzeugung bei Space Invaders. Und wie ist das jetzt in den Code integriert? Wenn wir uns anschauen, wie Space Invaders, ich habe jetzt eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie die Main Loop abgearbeitet wird. Da gibt es also auch Bestandteile im Code, die sind für die Soundausgabe zuständig. Einiges muss der Soundchip leisten, einiges müssen die analogen Soundschaltkreise leisten. Jetzt haben wir hier einen wichtigen Teil. Das ist hier eine sogenannte Tabelle. Eine Tabelle, die da werden Hexadezimalzahlen im Speicher abgelegt. Genau genommen sehen wir hier zwei Tabellen, nämlich einmal an der Adresse 1A11 sind hier 16 Werte und einmal an der Adresse 1A21 sind hier 16 Werte. So, wofür sind diese Werte gut? Die oberen Werte stellt die Anzahl der noch auf dem Bildschirm befindlichen Aliens dar. Also das hier ist die Zahl 50 hexadezimal, wir fangen ja mit 55 an, das heißt erstmal wird diese Tabelle gar nicht genutzt, bis die ersten 5 weggeknallt sind. Dann wird geguckt, okay, wenn jetzt hier hexadezimal 50 ist, was muss ich dann machen? Dann lese ich einen Wert aus der zweiten Tabelle und da steht die Zahl 3, 4. Und was sind das für Werte, die da stehen? Das sind Pausen und zwar Tonpausen. Der Mikroprozessor guckt nämlich nach, wie viele Aliens sind noch da. Also wie lang muss die Pause zwischen dem Dumm, 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 Dumm sein? Denn wenn Sie genau hingehört haben, ganz am Anfang, wenn Sie festgestellt haben, dadurch, dass der Sound schneller abläuft, wird er nicht höher, die Frequenz steigt nicht, sondern nur die Pausen zwischen den einzelnen Sounds werden kürzer. Ganz klar sind die Analogschaltkreise, die können Sie nicht ohne weiteres auf Softwareseite so transponieren, dass die höher werden, sondern Sie können nur das, was Sie mit der Software machen können, nämlich die Pausen zwischen den Aufrufen dieses Analogschaltkreises verkürzen. Das wird hier gemacht. Und das scheint mir ein erstes Indiz zu sein, das dagegen spricht, dass wir es hier mit einem zufälligen Effekt zu tun haben, dass Space Invaders schneller wird. Denn das muss man ja programmieren. Der hat ja nicht zufällig zwei Tabellen programmiert, der Programmierer.
Ich komme zum Schluss. Der Spieler, der hier vor dem Spiel sitzt, und wir werden gleich von Jan van Trick noch ein bisschen was dazu hören, glaube ich, der hier vor dem Spiel sitzt, wird mit einer Beschleunigung konfrontiert, die, wie wir es vielleicht gesehen haben, doch zumindest teilweise verursacht wurde durch Programmierung oder zumindest fahrlässig in Kauf genommen wurde durch den Programmierer, der daraus dann gleich den Nutzen gemacht hat, um seine Soundschaltkreise an das anzupassen, was die CPU sowieso schneller macht. Der Spieler sitzt nun davor und ist mit seiner eigenen Langsamkeit konfrontiert. Er muss schnell genug sein, die Aliens abzuschießen. Er braucht ein gewisses Vorhaltevermögen, um, wenn sein Laserstrahl unten abfliegt, vielleicht oben ein letztes Alien, das noch da rumschwebt, zu treffen. Das ist ja auch nicht so einfach. Zugleich das würde ich jetzt sozusagen mal die bewusste Zeit nennen, die der Spieler dem Spiel entgegenbringt. Zugleich sind natürlich auch im Spieler selbst unbewusste Zeitprozesse aktiv, wie zum Beispiel sein Muskeltonus, sein leichtes Zittern. Auch das wird im Spiel berücksichtigt. Ich hatte darüber gesprochen, über die Entprellung, softwareseitige Entprellung der Schusstaste. Und zu guter Letzt gibt es auch eine Affektkontrolle in Form dieses Tilt-Schalters. Denn was macht man, wenn man gegen das verdammte Space Invaders verliert? Man lagt gegen den Automaten dagegen. Und dann ist definitiv, also wenn man jetzt einen Schuss, einen Laser verliert, dann ist definitiv Game Over. Das heißt, zügle die Affekte, während du spielst, bring deine Eigenzeit sozusagen bring dich unter Kontrolle, bring dein Nervenkostüm unter Kontrolle, damit du dieses Spiel spielen kannst. Dass das noch andere Untiefen birgt, dieses Spiel zu spielen, das werden wir, wie gesagt, vielleicht gleich von Jan-Klaas van Trick hören. Das Entscheidende ist, dass wir es hier mit einem nicht nur Hardware-Software-Verbund zu tun haben, sondern mit einem Hardware-Software-Nervenkostüm-Verbund des Spielers. Das, was die Analog-Elektronik, der Analog-Computer, Sie kannst du drüben erleben, bei Bernd Ullmann, der hat ein ganz tolles Auto-Simulation geschrieben, das Man-in-the-Loop-Phänomen nennen. Also der Mensch bringt sich in den Schaltkreis mit ein. Das erleben wir immer dann, wenn wir auf interaktive Software stoßen. Ob das jetzt der Geldautomat ist oder ein Computerspiel, das ist trivial, aber es ist medienepistemologisch von höchster Brisanz, weil es uns sagt, dass wenn wir auf einen Prozess schauen, nicht nur wir auf den Prozess schauen, der Prozess schaut auf uns, sondern wir sozusagen die Metaebene im Luhmannschen Sinne einnehmen müssen, um das Ganze eben auch von außen betrachten und bewerten zu können. Okay, damit bin ich am Ende angekommen und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Minuten Diskussion. Es besteht jetzt die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. 10 Minuten etwa, dann müssen wir schon fortschreiten. Ist das Ding aktiv? Ist an, ja. Okay, dann. Ja, Fragen. Kannst du gerne das Mikrofon geben. Keine Fragen? Herr Staatsanwalt, keine Fragen? Ich habe eine. Wenn jemand aus dem Publikum fragt, dann hab ich keine Frage. Dann habe ich eine Frage. Irgendwie scheint es nicht an zu sein, oder? Ja. Ist an? Doch, es ist an. Ja, doch. Ja, vielleicht ist es da sein. Nein. Sonst hier rein. Gut. Sonst nehme ich das ganz, genau. Meine Frage bezieht sich auf diesen Tilt-Schalter. Wie viel muss ich das Gerät wirklich tilten, bis der das Spiel ausschaltet? Das kann ich leider nicht sagen, aber das kann man natürlich hands-on klären. Ja. Ich würde vorschlagen, wir bauen den Automaten ja nach den 2 Vorträgen, bauen wir den im Game Room auf und dann kann man das mal. Genau, das wäre nämlich mein Vorschlag, denn die Frage der Affektkontrolle ist natürlich auch eine Frage der Affektschwellenkontrolle. Ja. Das heißt also, bis zu welchem Maß kann ich meinen Affekt ausleben und ab welchem Maß wird mein Affekt dann quasi durch die Maschine kontrolliert? Tisch nämlich auch Federn aufgehängt. Also anders als ein Stand, also so eine Arcade-Maschine ist der Federn aufgehängt, sodass also das nicht allzu sensibel sein darf. Gibt es denn zu diesem Tilt-Mechanismus Aussagen von den Machern? Gar nichts. Gar nichts. Also er wird erwähnt, er wird in den Manuals erwähnt und auch wie man ihn wartet, aber wofür er gut ist, steht er nicht. Also in der Software findet man dann. Man muss halt graben in der Software, dann findet man in der Software die Prozeduren, die diesen Tilt-Mechanismus abfragen und wohin sie führen. Weitere Fragen? Keine? Gut, dann vielen Dank.